du schon mal versucht, die Luft anzuhalten, wenn ein Held in einem Film unter Wasser taucht, um sich aus einer ausweglosen Situation zu befreien? Ich habe es leider nie so lange geschafft wie James Bond, egal wie sehr ich versucht habe, mich in die Rolle reinzuversetzen. Aber es gibt Menschen, die sowas können. Apnoe-Taucher oder Freediver sind Menschen, die mit einem einzigen Atemzug minutenlang unter Wasser bleiben können und unglaubliche Distanzen zurücklegen. Und das möchte ich auch lernen. Ich bin gerade im Sommerurlaub und damit in der perfekten Umgebung, um in diese Extremsportart einzutauchen. Versteht ihr? Eintauchen wegen Apnoe-Tauchen. Okay, ich mache weiter. Neben vielen verschiedenen Skills, die man fürs Apnoe-Tauchen beherrschen muss, ist das Luftanhalten wohl mit Abstand der wichtigste. Deswegen schauen wir uns doch direkt mal an, wie lang ich durchhalten kann. Sekunden. Ich glaube, das kann man für einen Anfänger stehen lassen. Beim Apnoe-Tauchen gibt es unterschiedliche Disziplinen, wie zum Beispiel dem Weittauchen im Pool oder das Tieftauchen im Meer mit Flossen. Hierbei liegt der Rekord übrigens bei 120 Meter mit einem einzigen Mal Luft holen. Für diesen Versuch hat Arnaud Gérald, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, 3 Minuten 37 die Luft angehalten. Und ich würde sagen, 3 Minuten möchte ich auch hinbekommen. Deswegen, let's go. Ah, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wenn man es mit dem Apnoe-Tauchen zu weit treibt, passieren unweigerlich Blackouts. Man verliert also beim Auftauchen oder noch schlimmer unter Wasser das Bewusstsein. Wenn man dann allein im Wasser ist, ist die Chance sehr hoch zu sterben. Da ich kein mehrköpfiges Support-Team im Urlaub dabei hatte und ich doch sehr an meinem Leben hänge, steht also Tieftauchen schon mal nicht zur Debatte. Deshalb möchte ich mich in meinem ersten Schritt erstmal nur auf das Luftanhalten konzentrieren. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber gesagt haben, ich war nie alleine im Wasser und ich habe auf die Signale meines Körpers gehört. Kein YouTube-Video ist ein Menschenleben wert, deswegen Kids, macht es nicht zu Hause nach. Als erstes habe ich versucht, ein gutes Setup zu finden, in dem ich Luftanhalten trainieren kann. Das hat sich aber gar nicht als so einfach herausgestellt. Richtige Apnoe-Taucher verwenden Gewichte, um nicht ständig aufzugehen. Da ich aber keine Bleigewichte im Urlaub dabei hatte, habe ich versucht, Steine zu finden, die mich im Salzwasser bequem unter Wasser halten, aber gleichzeitig nicht hindern, wenn ich auftauchen möchte. Nach einigen Versuchen habe ich so ein Setup gefunden, mit dem ich halbwegs angenehm trainieren konnte. Nachdem ich jetzt ein verlässliches und vor allem wiederholbares Setup fürs Meer gefunden habe, geht es jetzt darum, besser zu werden. Und wo fängt man da an? Natürlich mit einer App. Wie für jedes Problem gibt es auch fürs Luftanhalten eine App. Die nennt sich Stamina. Und die App funktioniert wie folgt. Man fängt einmal an, eine Bestzeit aufzustellen, indem man 2 Minuten atmet und dann die Luft anhält. Und die App gibt einem jetzt Trainingspläne vor, mit denen man sich in verschiedenen Disziplinen langsam steigern kann. Eine Routine beispielsweise ist 30 Sekunden die Luft anhalten, 1 Minute atmen und wieder 30 Sekunden die Luft anhalten. Und das Ganze für insgesamt 10 Mal. Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Im Hintergrund seht ihr jetzt, wie ich über meinen Urlaub hinweg trainiert habe. Taucht man unter, passiert nämlich Folgendes. In der Lunge wird Sauerstoff in CO2 umgewandelt. Ab einer bestimmten Menge CO2 signalisiert dein Gehirn dem Körper, dass es wieder atmen sollte. Dabei fängt dann dein Zwerchfell an zu zucken. Ignoriert man die Signale seines Körpers weiter, steigt der CO2-Anteil irgendwann so hoch, dass man ohnmächtig wird. Mithilfe von Apnoe-Tabellen bzw. der App, die ich benutze, lassen sich 2 Dinge trainieren. Man kann zum einen seinen Körper an weniger Sauerstoff gewöhnen und zum anderen die Toleranz gegenüber CO2 im Körper erhöhen. Und das habe ich jetzt versucht, jeden Tag zu machen. Das Praktische ist, diese Übungen kann man auch an Land machen. Das ist natürlich nicht dasselbe wie im Wasser. Wen sowas interessiert, der kann mal Tauchreflex googeln. Aber zum Trainieren, um ein bisschen voranzukommen, fand ich schon ziemlich gut. Eine Sache, die ich für mich persönlich festgestellt habe, ist, wie extrem schwierig es ist, unter Wasser ruhig zu bleiben. Ultimativ ist das Ziel, so entspannt wie möglich zu bleiben und den Herzschlag möglichst tief zu halten. Denn jede Bewegung und jeder Herzschlag kostet Sauerstoff. Sogar den Körper warm zu halten verbraucht Sauerstoff, weshalb ich im Rest des Videos immer mal wieder mein Surfshirt getragen habe. Richtige Apnoe-Taucher tragen eigentlich immer einen ganzen Neoprenanzug, selbst wenn das Wasser richtig warm ist. Die Apnoe-Tabellen habe ich sogar nach dem Experiment weiter zu Hause gemacht. Ich muss sagen, dieses tiefe Ein- und Ausatmen und Luft anhalten ist eigentlich nichts anderes als meditieren und hat mich extremst entspannt. Ich habe dazu dann mal ein bisschen gegoogelt und mir das Ganze näher angeschaut. Und was denkt ihr, soll ich dazu vielleicht auch mal ein Video machen? Sowas in die Richtung wie Atemübungen für mehr Performance oder Entspannung? Außerdem würde ich wirklich gerne mal richtiges Apnoe-Tauchen ausprobieren, aber dann nur mit richtigem Trainer und professionellem Setup. Während des Experimentes habe ich immer mal wieder versucht, kleine Strecken zu tauchen oder mal auf 5 Meter abzutauchen,
Und das wurde mit dem Training auf jeden Fall deutlich besser. Aber um diese Disziplin voll auszuschöpfen, bräuchte ich auf jeden Fall ein anderes Setup. Aber wie steht's jetzt um das Selbstexperiment? Schaffe ich über 3 Minuten nach ungefähr 9 Tagen Training? Das hier ist ein Clip meines besten Versuchs am letzten Tag meines Urlaubs. Entscheidend ist wirklich, vor dem Abtauchen möglichst ruhig zu bleiben und in einen guten Flow beim Atmen zu kommen. Die Strömung, die einem im Meer immer wieder hin und her reißt, was man vor allem sieht, wenn man den Clip schneller abspielen lässt, ist wirklich nicht optimal. Aber auch die gibt einen gewissen Rhythmus mit, auf den ich mich versucht habe zu konzentrieren. Und dann habe ich einfach versucht, an gar nichts zu denken. Was nicht besonders gut geklappt hat, denn auf meiner GoPro kann ich die Zeit ablesen und das verleitet einen immer wieder dazu, nachzuschauen, ob man schon bei seinem Ziel angekommen ist. Den ungeschnittenen Clip meines besten Versuchs lade ich euch nicht gelistet auf YouTube hoch. Falls ihr mir nicht glaubt, dass ich die 3-Minuten-Marke durchbrochen habe mit meinem letzten Versuch, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal nachschauen. Am Ende muss ich sagen, es war einfach Kopfsache. Was definitiv auch Kopfsache war, ist die Himmelsleiter am Donnerkogel. Ist auch ein sehr geiles Video geworden und da geht es ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes sehr tief nach unten. Schaut auf jeden Fall rein, holt tief Luft und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao!